Die eine Frau ist Ärztin, wird alleine gelassen und eine Person, die beschimpft. Wissen Sie, entschuldigen im Nachhinein, wenn ich jemand ermorde, kann ich nicht sagen, es tut mir leid. Die Person ist tot. Das ist ein Vorwurf, den die Sicherheitswachen sich machen müssen. Weil die haben offenbar den Notruf von ihr nicht ernst genommen. Gell? Sehr blamabel, wenn man für die Sicherheit dieser Ärztin verantwortlich wäre. Ich hoffe, dass das jedem zu denken gibt. Müsste man da anders handeln in Zukunft seitens der Behörden? Müsste man das? Die Sicherheitswachen werden da gefordert. Ja. Deswegen gibt es die ja. Strengere Regelungen, weil sie ist ja beschimpft worden aufs Ärgste und es ist eigentlich nicht wirklich etwas passiert. Ja, im Nachhinein ist es leicht gescheit sein, aber da hätte man vieles anders machen müssen. Das hat sehr stark zugenommen und bis jetzt ist eigentlich so gut wie nichts passiert. Was müsste man da aus Ihrer Sicht denn machen? Was müsste man da ändern? Es ist schwierig zu sagen, aber vielleicht mit der Frau Brodnik darüber reden, die wir eigentlich prädestiniert. Die hätte ganz gute Ansätze, dass man die einbezieht. Warum glauben Sie, hat dieser Hass im Netz, vor allem auch gegen Frauen, gegen Wissenschaftlerinnen, so stark zugenommen in den letzten Jahren? Vielleicht, weil sie sich schon sehr viel in den Vordergrund gestellt haben, was auch wichtig ist. Und ja, aber ich denke, es ist eine Zeitenwende. Auch hier müsste man viel tun. Ich glaube, es war ungeheuer, dass man gegen das Mobbing, gegen diese Frauen nichts unternommen hat. Die Polizei hat versagt, offenkundig, weil es nur eine Frau ist.